Ja, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute öffne ich das 15. Türchen für euch und freue mich, dass ihr alle hier seid. Heute wieder aus diesem wunderbaren Buch Weihnachtswundernacht Band 7, erschienen im Brendo Verlag, Herausgeber Thomas Klappstein. Und heute eine wunderbare Geschichte von Rainer Buck, den ich sehr mag. Und du, lieber Rainer, hast deine Geschichte genannt Weihnacht im Wilden Westen. Wenn Winnetou nicht bei uns gewesen wäre, hätten wir es nicht gewagt, den Tieren einen so weiten winterlichen Ritt einzutrauen. Er aber wusste immer Rat. Karl May in Weihnacht. Wow, schau dir diese Märchenlandschaft an. Wir verdienen unser Geld, wo andere Urlaub machen. Manuel Wolf stand mit seiner Frau auf der Veranda des urigen Blockhauses und deutete begeistert auf die schneebedeckten Höhen des Erzgebirges. Lisa lachte. Tja, das ist der Vorteil, wenn man eine prominente Schwester hat. Und wir müssen uns im Gegensatz zu Jana nicht mal stundenlang in der Kälte plagen. Na, warte mal ab. Wenn ich auf den Drehplan schaue, werdet ihr Komparsen spätestens morgen richtig rangenommen. Es war der Tag vor Heiligabend. Eigentlich hätte das Filmteam seine Arbeit in der waldreichen Einöde schon beendet haben sollen, doch das Wetter hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Obwohl die Gegend um diese Zeit als schneesicher galt, hatte die weiße Pracht bis vor 2 Tagen auf sich warten lassen. Das Team hatte durch die Weitsicht der Produktionsfirma eine Klausel im Vertrag, wonach zur Not auch über die Weihnachtsfeiertage gedreht werden konnte. Der Großteil der Crew, ob Techniker oder Schauspieler, nahm dies gelassen hin, weil die Gegend wirklich schön war und das Blockhaus, das zu einem größeren Hotelkomplex gehörte, trotz seiner Abgeschiedenheit allen Komfort bot. Manuel Wolf war es zwar etwas peinlich gewesen, die Feiertage weit weg von seiner Kirchengemeinde zu verbringen, doch er hatte seinen pensionierten Amtsvorgänger als Vertretung gewonnen. Die Gemeinde gönnte dem jungen Pastor den Abstecher in die Filmwelt, denn es gab für ihn wohl nur einmal im Leben die Chance, als Komparse in einem Winnetou-Film mitzuwirken. Man wusste schließlich um seine Begeisterung für Karl May. Die Möglichkeit, in der Rolle eines Ranchers in dem Filmprojekt mitzuwirken, hatte ihm Jana Felden verschafft, die Zwillingsschwester seiner Frau Lisa. Jana hatte ein Jahr zuvor bei den Karl-May-Festspielen in Bad Espefeld die weibliche Hauptrolle gespielt. Nachzulesen übrigens in Rainer Bucks schönem Buch Indianertod, auch erschienen im Brendo Verlag. Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Googelt das mal, Indianertod, Rainer Buck. Und in diesem Buch hat also die Jana bei den Karl-May-Festspielen in Bad Espefeld die weibliche Hauptrolle gespielt. Nun wirkte sie aber in einem Film mit, der zum Teil in einer der wildromantischsten Gegenden des Erzgebirges gedreht wurde. Weihnacht im Wilden Westen. Frei nach Motiven von Karl Mays gleichnamigem, ich glaube, hier eine Seite zu viel, gleichnamigen Roman. Und zwar ist das zu finden in Karl Mays gesammelte Werke, Band 24, Karl May Verlag, Radebeul. Zudem hatte Jana, deren Aktien bei der Filmproduktion zurzeit hoch im Kurs standen, ihrer Schwester Lisa einen Job in der Regieassistenz vermittelt. So war das frisch gebackene Ehepaar zusammen und konnte die Tage in der schönen Natur auskosten. Es war schon nach Einbruch der Dunkelheit, als die Filmcrew wieder im Quartier eintraf. Jana trug noch die Schminke, die ihrem Gesicht einen bronzefarbenen Teint verlieh. Trotz der dicken Bemalung sah man, dass ihre Wangen durch die Kälte gerötet waren. Der Mann an ihrer Seite wirkte noch deutlich verfrorener, obwohl er in einer dicken Daunenjacke steckte. »Ihr Ärmsten, es wird Zeit, dass ihr endlich ins Warme kommt.« Lisa schenkte 2 Becher Kaffee aus der Thermoskanne ein und reichte sie ihrer Schwester und deren Freund. »Na, Karle,
Der deutsche Winter hat es leider in sich, nicht wahr? Khaled grinste sie an und nickte. Was tut man nicht alles für Liebe? Jana lachte. Aus Liebe heißt es. Khaled hatte eine Komparsenrolle als Indianer bekommen. Außerdem wirkte er als Handlanger bei der Technik mit. Vor seiner Flucht aus Libyen war er beim Staatsfernsehen als Kameramann angestellt. In der Zeit des sogenannten arabischen Frühlings hatte er sich journalistisch in einer demokratischen Initiative betätigt und war so ins Visier religiöser Fundamentalisten geraten. Europäische Freunde hatten ihm die Flucht ermöglicht und ihm geraten, bei seiner Ankunft in Frankfurt einen Asylantrag zu stellen. Später war er dann in Norddeutschland gelandet, wo er Manuel kennengelernt hatte, dessen Kirchengemeinde sich aktiv in der Asylarbeit engagierte. Aus dem Kontakt zu dem jungen Ehepaar, dem Pastor und seiner Ehefrau, war schnell eine persönliche Freundschaft gewachsen. Und bald darauf hatte es zwischen Khaled und Manuels Schwägerin gefunkt. Ich habe mich in die schöne Frau meines besten Freundes verliebt. Und da fügt es sich, dass es diese wunderbare Frau zweimal gibt, hatte Khaled mal im Scherz gesagt. Tatsächlich hätte man Lisa und Jana verwechseln können, wenn Lisa nicht infolge eines Reitunfalls an einer bleibenden Gehbehinderung leiden würde. Dankbar nahm der junge Araber Lisa den Kaffeebecher ab und feixte, ein Indianerleben ist hart. Manuel kann Allah danken, dass er ihm eine Rolle als Weißgesicht gegeben hat. Die Bleichgesichter erwischt es dafür morgen, erwiderte Lisa. Jana nahm einen Schluck Kaffee und bemerkte, auch Khaled wird morgen wieder mit rauskommen. Er soll das Kamerateam verstärken. Nach und nach kamen alle Filmleute in den behaglichen Speiseraum. Zufriedenheit lag in der Luft, weil man der Kälte getrotzt und den Drehplan heute voll erfüllt hatte. Nun lagen einige gemütliche Stunden vor ihnen. Die Stimmung stieg, als ein Hotelbediensteter erschien und ankündigte, man werde für den nächsten Abend den Speisesaal festlich dekorieren. Manuel bot spontan an, eine kleine musikalisch umrahmte Andacht für Heiligabend vorzubereiten. Steven, der Regisseur, runzelte zwar die Stirn, doch ein paar andere reagierten mit spontaner Begeisterung auf den Vorschlag des Pastors. So komme ich doch noch zu meinem jährlichen Gottesdienst, sagte der hünenhafte Slatko, der den Old Shatterhand spielte. Und sein Filmblutsbruder Malte fügte hinzu, Manuel möge uns morgen von der Geburt des großen Manitou erzählen. Winnetou hat gesprochen. Hau! Obwohl er unter dem ledernen Westernkostüm Skiunterwäsche trug, fühlte Manuel, dass er langsam auskühlte. Die warme Gulaschsuppe, die im Camp ausgegeben worden war, hatte gut getan, doch der Drehplan ließ es nicht zu, für eine Mittagspause das Blockhaus aufzusuchen. Manuel bewunderte seine Schwägerin Jana, die als Indianerin Chochi heute an der Seite von Old Shatterhand und Winnetou zu Pferd und zu Fuß durch den Tiefschnee stapfte und die beiden männlichen Helden tatkräftig im Kampf für das Gute unterstützte. Er dachte seufzend an seine Lisa, als er zusah, wie sich Jana trotz aller Unbilden der Natur so anmutig durch die Szene bewegte. Khaled trat neben seinen Freund und legte ihm die Hand auf die Schulter. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Ich werde sie nicht mehr aus meinem Leben lassen. Manuel lächelte. Ich gönne euch beiden von Herzen eine gemeinsame Zukunft. Aber du musst Jana Zeit lassen. Lernt euch erst einmal richtig kennen. Auch eure Träume von der Zukunft. Khaled blies seinen Atem durch den Mund, dass sich eine Wolke bildete. Ich vertraue dir etwas an, aber du darfst es Jana nicht verraten. Ich möchte gerne, dass du uns beide einmal traust. Und ich lasse mich vorher von dir taufen. Manuel lachte. Dann würde ich Jana am liebsten mit dir zusammentaufen. Khaled schaute ihn verwundert an. Wie? Lisa ist Pastorin und Jana ist keine Christin? Manuel legte seine Hand auf Khaleds Arm und sagte, Lisa ist nicht Pastorin, sie ist einfach die Frau eines Pastors. Aber sie ist tatsächlich bekennende Christin, während Jana, soweit ich sie kenne, eher wenig von Religion wissen will. Über das Thema hast du wohl noch gar nicht mit ihr gesprochen. Khaled schüttelte den Kopf. Für mich ist der Glaube an Allah schon immer wie das Brot zum Leben.
Aber du bist der erste Imam, der mir beigebracht hat, dass Allah die Liebe ist. Ich habe Jana oft schon gesagt, dass ich dich für einen guten Ratgeber halte, und sie hat mir immer zugestimmt. Manuel staunte über diese Aussage, denn ihm gegenüber äußerte sich Jana meist etwas ironisch über Dinge, die seinen Beruf betrafen. Aber er freute sich über Khaleds Worte. Achtung! Ertönte es in diesem Moment die Stimme des Regieassistenten. Alle Siedler zur Farm! Manuel, hol dir dein Pferd ab! Khaled klopfte seinem Freund kameradschaftlich auf die Schulter und wünschte ihm gutes Gelingen. Bis die folgende Szene im Kasten war und sich der Regisseur zufrieden gab, musste Manuel mehrmals sein Pferd vor der Fassade der provisorisch errichteten Ranch hin und her führen, während Jana mit Zlatko und Malte auf ihn zugeritten kamen und von ihren schnaubenden Gäulen herabsprangen, um ihn vor einem Banditenüberfall zu warnen. Vor allem Zlatko ließ es an der gewünschten Geschmeidigkeit eines Mai-Helden fehlen. Endlich entschied Steven, dass sie nun genug Filmmaterial hatten, um die Szene im Studio passend zusammenzuschneiden. Manuel übergab das Pferd dem Assistenten und wollte wieder zu Khaled hinüberstapfen. Sein Freund hatte sich etwas von den anderen Technikern entfernt und telefonierte gerade. Man hatte hier draußen schlechten Empfang, weshalb es Manuel nicht verwunderte, dass er Khaleds Stimme auch mit weitem Abstand vernahm. Er verstand nicht, was Khaled in sein Smartphone brüllte, und es ging ihn auch nichts an. Doch dann sah er, wie der Libyer das Smartphone in die Tasche steckte und Hals über Kopf davonrannte. »Khaled«, rief er ihm nach, doch sein Freund drehte sich um. »Wo willst du hin?« Manuel wusste, dass Khaled ihn nicht mehr hören konnte, denn er war schon mehr als 50 Meter über das leicht ansteigende Gelände auf den nahen Waldrand zugerannt. Also setzte er sich selbst in Bewegung. Auch Jana war inzwischen aufmerksam geworden und lief Khaled hinterher. »Was ist los?«, rief sie ihm näherkommen. Manuel zuckte nur mit den Schultern. Keine Ahnung, er ist völlig kopflos losgerannt. Vorher hat er telefoniert. Verdammt, entfuhr es ihr. Da muss etwas passiert sein. Khaled hatte inzwischen den Wald erreicht und war verschwunden. Manuel und Jana rannten los, immer wieder seinen Namen rufend. Hinter ihnen im Camp entstand nun Unruhe. Manuel war etwas schneller als die zierliche Jana. Als er den Waldrand erreicht hatte, sah er an den Spuren im Schnee, dass Khaled nach rechts abgebogen war. Die eisige Luft drückte auf seine Lunge. Er bedauerte, dass er sein Lauftraining zuletzt vernachlässigt hatte. Nach einem kurzen Durchschnaufen nahm er die Fährte des Freundes wieder auf. Der Abstand zwischen den Baumstämmen war hier groß und es gab nur wenig Unterholz, sodass er Khaled kurz darauf wieder im Blick hatte. Sie mochten weitere 2 oder 3 Minuten gerannt sein, als der Libyer vor ihm einen Schrei ausstieß und in einer Wolke aus Pulverschnee verschwand. Im Näherkommen erkannte Manuel vor sich einen Abhang. Khaled musste den Halt verloren haben. Er war auf dem steilen Hang gut 20 Meter in die Tiefe gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Jana stürzte an Manuel vorbei. »Khaled«, rief sie und glitt eine tiefe Furche im Schnee hinterlassend ebenfalls den Abhang hinunter. Unten warf sie sich verzweifelt schluchzend auf den reglosen Körper ihres Freundes. Nach allem, was am Nachmittag passiert war, wäre ihm wohl keiner böse gewesen, wenn Manuel die Heiligabendandacht hätte ausfallen lassen. Die Stimmung der Filmleute war trotz des festlich geschmückten Saales und des leckeren Menüs gedrückt. Immerhin hatte es ein kollektives Aufatmen gegeben, als Jana und Khaled während des Essens in den Speisesaal getreten waren. Khaleds Gesicht war verpflastert. In der Ambulanz hatte man seine Schnittwunden behandelt und ihn auf eine Gehirnerschütterung untersucht. Alle Augen waren auf die beiden gerichtet. Zlatko war der Erste, der beifällig mit der Faust auf die Tischplatte klopfte, und die anderen schlossen sich an. Khaled senkte verlegen den Blick, während Jana sich zu einem Lächeln zwang. Manuel hatte mit sich gerungen, ob er wirklich die Geschichte von der Geburt Jesu vorlesen konnte am Abend dieses Tages, an dem Khaled vom Tod seiner Schwester und seiner kleinen Nichte erfahren hatte. Während sie auf den Krankenwagen gewartet hatten, hatte Khaled ihnen stockend vom Inhalt des Anrufs erzählt. Jana hatte ihren Freund währenddessen eng umschlungen und ihm immer wieder durchs Haar gestrichen.
Wie oft hatte Khaled seinen Schwager beschworen, nicht den Weg über das Mittelmeer zu wagen, nicht im Winter. Du hast gut reden in deinem deutschen Paradies, hatte Ahmed ihm bei einem letzten Telefonat gesagt und das Gespräch abrupt beendet. Nun waren Jana und Khaled wieder in ihrer Mitte. Und Manuel trug mit belegter Stimme die bekannten Worte aus dem Lukas-Evangelium vor. Nachdem er geendet hatte, war es für Minuten beklemmend still im Raum. Manuel schaute auf die Blätter mit den Notizen seiner Andacht, die vor ihm auf dem Tisch lagen. Dann sah er auf Khaled, der den Kopf gesenkt hielt und ins Leere starrte. Manuel faltete die Blätter zusammen und schob sie beiseite. Mit einem leichten Kopfnicken gab er seiner Frau ein Zeichen. Lisa spielte auf dem vermutlich lange nicht benutzten Klavier die Melodie von Stille Nacht. Danach sprach Manuel noch ein kurzes Gebet und lud alle ein, die die Worte kannten, das Vaterunser mitzubeten. Später, als sich alle anderen schon verabschiedet hatten, saßen Lisa und Manuel noch mit Jana und Kale zusammen, tranken Wein, lachten und weinten miteinander und wurden an diesem Abend eine Familie. Der erste Weihnachtsfeiertag war sonnig und klar, aber etwas wärmer als die Tage zuvor. Steven war guten Mutes, dass sie heute die Außenaufnahmen abschließen konnten. Winnetou und Old Shatterhand hatten ihre winterliche Mission in den Rocky Mountains beinahe beendet. Es fehlte nur noch die stimmungsvolle Szene, in der die beiden Helden des Westens auf einer Waldlichtung in einen kleinen Tannenbaum aufstellten, um Shatterhands totgeweihtem Schulfreund Carpio eine letzte Freude zu bereiten. An dieser Stelle hatte sich der Drehbuchschreiber eng an Karl Mays Roman gehalten, nur dass der von Banditen in die Rocky Mountains verschleppte, schwindsüchtige Carpio in seiner Sterbestunde das Haupt in den Schoß der schönen Chochi gebettet hatte, die in Karl Mays gesammelten Werken schon einige Bände früher selbst in die ewigen Jagdgründe eingegangen war. Doch Steven hatte unbedingt gewollt, dass Jana in seinem Film mitspielte. Die beiden bescheidenen Kerzen des Christbaums waren beinahe abgebrannt. So verlischt das Menschenleben hier im Erdentale, aber drohen am Firmamente leuchten die Wahrzeichen des ewigen Lebens weiter. Und jeder Strahl von ihnen soll uns sagen, dass der Tod nichts anderes als die Pforte des Himmels, der Anfang einer herrlichen Auferstehung sei, hatte einst Karl May geschrieben. Ein milder, frommer Gotteshauch schien durch das abgeschlossene Tal zu wehen. Mit einem seligen Lächeln auf dem todesbleichen, eingefallenen Angesicht begann Carpio: »Ich verkünde große Freude, die euch widerfahren ist, denn geboren wurde heute euer Heiland, Jesus Christ.« Er hatte laut angefangen, aber seine Stimme verlor von Strophe zu Strophe mehr von ihrer Stärke, doch hörte man bei der rundum herrschenden tiefen Stille deutlich jedes einzelne Wort. Und der Priester legte die Hände segnend auf des Toten Haupt. Selig, wer bis an das Ende an die ewige Liebe glaubt. Dem Regisseur Steven war das alles eigentlich zu religiös und vor allem viel zu kitschig gewesen, doch der Produzent und Drehbuchschreiber des Films war ein bekennender Christ, der der evangelisch-methodistischen Kirche angehörte und hatte darauf bestanden, alles im Original zu belassen. Khaled hielt mit der Kamera auf Jana, die den Sterbenden im Arm hielt und versonnen in die lichten Höhen blickte. In diesem Moment vibrierte es an seiner Brust. Niemand hatte es Khaled übel genommen, dass sie die letzte Einstellung wiederholen mussten, weil er die Kamera gesenkt und sich einige Schritte entfernt hatte, um den Anruf entgegenzunehmen. Jana und Manuel schauten zu ihm hinüber, konnten aus Khaleds Miene aber nicht ablesen, was der neuerliche Anruf brachte. Sie hörten noch, wie der Libyer ein Ma'asalama ins Phon brüllte. Dann fiel er auf die Knie. So wie er Jana kurz zuvor gefilmt hatte, richtete sich nun sein eigener Blick nach oben. Als Jana und Manuel auf ihn zukamen, stammelte er nur: »Ahmed, dieses Kamel, es kreuzte gestern noch ein anderes Boot. Fatima und Nesrin, beide in Sicherheit. Allah ist groß.«
Dann ließ er sich in den Schnee fallen und heulte los. Malte, der imposante Winnetou, kam als nächster herübergelaufen. »Scheiße, was ist denn noch passiert?« »Alles gut«, riefen Jana und Manuel unisono. Der junge Pastor grinste plötzlich übers ganze Gesicht und sagte, »Wo Winnetou ist, gibt es immer ein gutes Ende. Erst recht an Weihnachten.« Wow, das ist großartig, lieber Rainer. Ich liebe es einfach, wie du deine Geschichten schreibst. Hat mich jetzt richtig bewegt und ich freue mich, euch das vorgelesen zu haben. Was ihr nicht sehen könnt, ist die Originalzitate aus der 1897 erschienenen Ausgabe von Karl Mays Roman Weihnacht sind kursiv gedruckt. Ich konnte sie nicht kursiv lesen, aber sie sind kursiv gedruckt. Boah, Rainer, danke, danke, danke für diese tolle Geschichte in diesem wunderbaren Band, Weihnachtswundernacht Band 7. Und ich freue mich drauf, euch morgen wiederzusehen und euch dann das 16. Türchen zu öffnen, wieder aus Weihnachtswundernacht. Und wünsche euch noch einen wunderbaren Samstag. Alles Liebe. Und bis später, euer Mickey. Und diesmal habe ich euch gar nicht angeguckt. Krass, oder? Müsst ihr mir mal schreiben, unten in die Kommentare, wie das war, dass ich so einfach so irgendwie weggeguckt habe in die Zukunft. Weil Weihnachten kommt ja bald. Joan, schönen Nachmittag dir. Die hat nämlich live geguckt.